Bürger der Konföderation, ich grüße euch. Das Abenteuer Weltraum geht weiter. Die Gefahr ist immer noch konstant da. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber wir wissen, wir müssen dem mit offenem Visier entgegentreten. Die Vulkanier suchen nach Gründen, uns aggressiv gegenüber aufzutreten. Und dem werden wir auch noch begegnen. Unser weiser Präsident Arik Sung wird schon den richtigen Weg finden. Mit meiner Hilfe. Als erstes werden wir uns hier hinten weiter ausdehnen. Wir können das Schiff... Na komm, jetzt lass mich... Wir werden das Bauschiff hier unten lassen. Die Kreuzung! Beim Eintritt in die Umlaufbahn von Eta Cassiopeia B wird schnell festgestellt, dass die ungewöhnlichen Subraumwerte von einem Schiff stammen, das sich auf einem schnellen Abfangkurs befindet. Da es keiner bekannten Rumpfkonfiguration entspricht, ist es unmöglich, die Absichten des Schiffes zu erkennen. Erste Rufe werden mit Schweigen beantwortet. Volle Kehrtwendung. Unter der Annahme einer feindlichen Absicht zeichnet die CSS Tyrant eine Fluchtbahn vom Schiff aus. Einige Minuten lang versuchen beide Schiffe weiterhin schneller als das andere zu beschleunigen, bis schließlich die Geschwindigkeit des außerirdischen Schiffes auf ein Plateau absinkt und die CSS Tyrant in der Lage ist, dem Verfolger auszuweichen. Verstanden. 50 Erfahrungen erhalten. Ach so, menschliche Dominanz hat sich gegründet. Das ist ja ein fantastisches Ereignis. Kommen wir hier eine Sternbasis. Und du erkundest Tau Ceti. Aber von Arzis wird erkundet. Als nächstes. Wir haben hier aber noch ein paar Welten vor uns. Ja, nähert sich dem Ende. Nähert sich dem Ende. Construction complete. Sehr schön. Auch diese Welt ist uns sicher. Radioaktives Ödland, ein Einschlagkrater. Na, was hat das radioaktive Ödland wohl verursacht? Strategische Position, da können wir ein Flottendepot bauen. Oh ja. Eta Cassiopeia könnte uns noch nützlich werden. Wir bauen ja jetzt hier die Energieproduktion aus. Technology secured. Construction complete. Ach, Forschung. Pause. Was haben wir denn? Wir könnten den Super Collider bauen, Biolabor, Werkstoff, Prototypenlabor, Memory Alpha, Archäologenfähigkeit plus 2, fortschrittlicher Wasseraufreiter. Dann nehmen wir erstmal den Super Collider. Und bei der Physikforschung, taktischer Kommandogruppe, Migration, also ich bitte euch. Produktion, Forschungsstation plus 10%, dann nehmen wir doch glatt die Forschungsproduktion plus 10%. Alles, was uns einen Vorteil gibt, ist willkommen. Colonization in progress. Sirius. Mars. Beide Welten sind auf dem Weg, ein wichtiger Bestandteil unseres Imperiums zu werden. Oh, guck mal, hier hätten wir Dilithium. Reiche Berge, wunderbare Oase. Agrardistrikte könnten wir hier ohne Ende bauen. Ohne Ende, ne. Wir werden auch hierfür mal ein Kolonieschiff beauftragen. Oh, du bist fertig. Star System charted. Sehr schön. Sternbasis bauen. Wollen wir doch gleich mal ausbauen. Da können wir auch eine Forschungsstation bauen.
Beide Forschungsschiffe gehen erstmal nach Kappa von Arzis. Das Herz eines Captains können wir immer noch erforschen. Notsignal aussendet. Council Agenda ready. Würde uns 51 Tage blockieren. Construction complete. 252 Stärke und die Station 2800, also an Krieg ist noch nicht zu denken. Agenda bereit. Ach, mit monatlicher Einigkeit, das haben wir erhöht. Dann gehen wir mal auf... Stark aus eigener Kraft. Wir wollen ja relativ abgeschirmt uns weiterentwickeln. Versorgungsoperation läuft. Was Flaggschiffe angeht, da geht nichts. Wir müssen noch eine Forschungsstation bauen. Das machen wir sobald die... eine Wissenschaftsstation. Das machen wir sobald hier dieser Versorgungseinsatz abgeschlossen ist. Müsste gleich soweit sein. Oh, du bist fertig, dann kannst du erstmal eine Bergbaustation bauen, dass wir die Energie kriegen. Die Operation auf der Erde wurde erfolgreich abgeschlossen und während das Team im Orbit erhebliche Verbesserungen vorgenommen hat, wird der Planet in absehbarer Zeit einen kleinen Aufschwung erleben, solange die Verbesserungen an der Infrastruktur des Planeten bestehen bleiben. Sehr schön. 50... Alien Federation formed. Uranium-Platten fehlen uns. Müssen wir ran. Hier haben wir noch zwei offene Jobs. Uns fehlen auch noch Einwohner. Construction complete. Müssen wir Pause machen. Können wir hier natürlich noch nicht bauen. Ja, da haben wir 15 offene Jobs. Da braucht man in nächster Zeit noch gar nicht dran denken. Auf Mond 7. Alpha Centauri Prime 2. Sirius Prime haben wir auch noch 2 Jobs. Da hatte ich aber schon vorsorglich ein bisschen gebaut. Wir werden da im Minus bleiben. Die zwei kommen noch dazu. Da werden wir noch ein bisschen... adern müssen. Wir können hier aber schon mal einen Beobachtungsposten bauen. Und hier die nächste Forschungsstation. Du hast hier noch 6 Befehle offen. 7 und 8 Befehle. Ich schicke das Konstruktionsschiff schon mal hinterher. Ich schicke die Endeavor auch zur Sicherheit mal ins Tau Ceti, einfach nur um ein Statement abzugeben. Colonization in progress. Anomaly found. Da haben wir einen klasse M-Planeten mit 85% Lebensfähigkeit für die Menschen, der wird natürlich extrem wichtig werden. Ausgebildete Offiziere sind voll, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir haben AJ Robinson noch. Construction complete. Die Sternenbasis werde ich mal verbessern. Mein Ziel ist es, mich hier in dem Bereich auszudehnen. Wir haben jetzt noch 4 Befehle offen. Ah, hier.
Oh, das Ganze geht voran. Wenn das erforscht ist, geht Sarah Klein zurück. Du bleibst mal hier und wenn du da fertig bist, geht's für dich nach Ross 614. Du kannst schon mal in das System vorstoßen. Zwei Befehle noch offen. Mexikanische Stämme haben die Grenzen zu uns geschlossen, das ist aber. Und hier die Anführer weiß ich. Gut, du hast den nächsten Job. Du kannst gleich eine Sternenbasis bauen. Nein. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ab in das System. Du sollst da die Anomalie untersuchen. Armur. Wenn du hier fertig bist, geht's für dich auch weiter. Sphere of Influence expanded. Und das wäre mal. Enuval Yurdam. Weiß über die nichts. Müssen mal Spionagenetze aufbauen. Construction complete. Bergbaustationen bauen. Ruyona wollen nach Ceti. Star System charted. Und auch hier eine Sternenbasis bauen. Ja, das wird ein Kriegsgrund. So, Pause. Maxim Skobolev, unser Kriegsminister, ist aufgestiegen und kommandiert die Endeavor, glaube ich. Sicherheitsoffizier wäre natürlich interessant. Neben Sicherheitsoffizier. Charles Tucker III. Ist ebenfalls aufgestiegen. Kommandiert die Gardeflotte. Da kriegt er natürlich Wunderwirker. Tägliche Regeneration erhöht von der Hülle und der Panzerung. Panzerungsverhärtung plus 10%. Befehlszimmer Flotte plus 30%. Baugeschwindigkeit plus 10%, Baukosten Militärschiffe minus 5%. Super. Genau das, was wir haben wollten, genau das, was wir brauchen. Und wir haben unsere erste Tradition. Wir gehen dieses Mal direkt auf Sektion 31. Technology secured. Weil da haben wir nämlich Code knacken plus 1, Verschlüsselung plus 1 und wir werden jetzt in die Spionage stärker reingehen. Logic dictates that combat is sometimes necessary. Aber das Wichtigste nämlich abgedeckt. Wir gucken mal, haben wir inzwischen neue Anführer, die wir rekrutieren könnten? Ja, sind wieder neue da. Aber wir haben jetzt erstmal noch nicht genug Tradition. Das wird noch interessant, falls wir irgendwann nochmal ein drittes Forschungsschiff machen. Da war ja bisher noch nicht genug Personal da. Sektion 31 Büro können wir bauen. Und hier würde ich dem Fortschritt. So, das ist jetzt. War ja nur deswegen mal kurz auf der Liste.
werden natürlich Sektion 31 Büro auf der Erde bauen. Wo sollte es auch sonst gebaut werden? Misserfolg, das verlassene Schiff scheint nichts weiter als ein Sensorfehler gewesen zu sein. Das ist ein Skandal, dass wir dafür unsere Zeit verschwendet haben. Erkunde mal das System. Schritt für Schritt müssen wir uns alles erobern. Bergbaustation wird hier noch gebaut. Du bist auf dem Weg. Die Columbia haben wir dort im Einsatz. Construction complete. Wir gucken uns mal das System an. Da kann die Endeavor mal das Füßchen ins Wasser halten. Sphere of Influence expanded. Wenn ihr hier fertig seid. Construction complete. Geht's weiter. Ursae Majoris. So, euch können wir verbessern. Vessels upgraded. Sehr schön. Wir haben hier die Flotte jetzt auf 1100 Stärke. Und können sie jetzt nochmal verstärken. Columbia werden wir zur Sicherheit mal ins Gamma Eridiani-System entsenden. Wir haben einen Stufenaufstieg von einem Anführer, William Gardner. Regiert die Erde. Planetengouverneur. Ressourcenproduktion Spezialist plus 5%. Bewohnernutzung von Dienstleistungen minus 10%. Oh ja. Das ist gut. Das lohnt sich. Ja, wir haben unser Sektion 31 Hauptquartier. Ja, wir haben halt weiterhin massig offene Jobs. Sektion 31 haben wir noch gar keine Agenten. Künstler haben wir 2 von 6, Händler 0 von 1, Arzt 0 von 1, Agent des Geheimdienstes der Sternenflotte 0 von 3. Keine Studenten. Ja, da fehlt noch einiges an Bevölkerung. Aber der Mars ist inzwischen besiedelt. Komm, bevor er weiterhin rumsitzt, setzen wir AJ Robinson einfach mal auf den Mars ein. Haben wir 2 offene Jobs. Was können wir denn Interessantes bauen? Wir könnten Energie produzieren. Wir werden mal einen Fusionsreaktor bauen. Und eine Hydrokulturkuppel. Dann haben wir erstmal den Mars auf Maximum und irgendwann müssen wir dann ans Terraforming rangehen. Das wird aber auch noch dauern. Zwischen Meeren der größten Nationalstaaten auf Al-Rijid ist kürzlich ein gewaltiger Krieg ausgebrochen. Während unsere Wissenschaftler das Geschehen aus sicherer Entfernung im Orbit beobachteten, eskalierte der Konflikt rasch zu einem weltweiten Atomkrieg. Der Planet wurde schwer beschädigt. Es gibt keine größeren Städte mehr und 90% der Bevölkerung sind gestorben. Hier und da findet man Überlebende in den Trümmern. Doch unsere Wissenschaftler haben vorausgesagt, dass sich die Zivilisation des Planeten stark zurückentwickeln wird. Oh, eine tragische Lektion. Uraniumplatten, das müssen wir auch noch angehen. Du hast keine Befehle, du kannst schon mal hier hinterher. Du hast hier alles aufgebaut, jetzt kannst du Bergbaustationen bauen, mehr Energie, mehr Mineralien.
Passt durch. Verdammt. Sibash Ghana Disponat. Unser Ziel ist ein Handelsembargo. Kann ja nicht sein, dass die Orioner uns auf der Nase rumtanzen. Außerdem wollen die hier eine Station bauen und das kann ich nicht tolerieren. Wir brauchen aber jetzt unsere Gardeflotte vorne an vorderster Linie. Brauchen wir auch vorne. Wir können noch zwei große Stationen bauen. Amur würde ich sagen. Und hier verbessern wir auch mal. Attacking enemy vessels. So, das Schiff haben wir gleich weg. Star System charted. Und dann holen wir uns hier das Konstruktionsschiff auch noch. Columbia bleibt etwas nach hinten versetzt. Und ich will Ross 614 angreifen. Technology secured. Der erste Krieg, meine Freunde, der erste Krieg. Super Collider haben wir erforscht. Ja, pharmazeutische Fabrik. Können wir uns Amur mich jetzt aussichern? Sternenbasis bauen. Die Flotte ist auf dem Weg. Dann attackieren wir gleich in Kombination. Die Endeavor plus die Gardeflotte greift dann Ross 614 an. So, damit ist das gesetzt. Jetzt wird spannend. Komm, wir werden Columbia auch noch dazu rufen. Construction complete. Pause, wir haben einen Stufenaufstieg. Ushi Sato. Na gut, wir können nur Wanderer verbessern. Aber sorgt für einen Geschwindigkeitsboost. Ausgebildete Offiziere sind voll. Aber das muss uns nicht weiter belasten. Attacking enemy assets. Oh, das ist jetzt die kombinierte Schlagkraft von allem, was wir haben. Bilder haben wir schnell weggekriegt. Hüllenbrecher brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir haben aber keine Verluste gehabt und haben das System eingenommen. Da entsenden sie wieder Konstruktionsschiffe. Dem müssen wir begegnen. Reconnaissance Research Vessel under attack. Sphere of Influence expanded. So, Gamma Eridiani wird erforscht. Wenn wir hier die Vulkanier abschneiden können, das wäre super. Befehle noch. Wir werden das Bauschiff, wir haben ja hier auch noch ein Bauschiff, das schicken wir mal nach Gamma Eridiani in weiser Voraussicht.
Die zwei Schiffe können weiter darunter. Wir können das System nicht mehr sehen auf einmal. Und die Gardeflotte wird schon mal weiter nach Malachit. Will Epsilon Eridani absichern. Dass wir uns das nämlich im Anschluss gleich holen können. Hier kommen jetzt gleich unsere Schiffe. Und dann wird aufgeräumt. Attacking enemy vessels. Construction complete. Wenn das Konstruktionsschiff es wagen sollte, weiter zu fliegen. Sehr schön, wir haben es zerstört. Sieht's bei dir aus? Brauchen wir eine Bergbaustation? Du kannst schon mal in das System nachrücken. Selbst wenn am Ende ein Status Quo rauskommt, wir haben unseren Erfolg jetzt schon abgesichert. Das System hätten sich nämlich die Orioner gesichert. Die Tyrant hat keine Befehle? Technology secured. Star System charted. Gut, dann. Construction complete. Pause, wir haben eine neue Forschung. Sozialforschung. Planetare Vereinigung. Monatliche Einigkeit plus 5%. Erlassfonds plus 50%. Neue Erlasse werden freigeschaltet. Ja, das können wir gut gebrauchen. Du baust mir eine Bergbaustation. Und du baust mir eine Sternbasis. Weil es ging mir im Endeffekt darum, hier diesen Vorstoß abzusichern, dass die Orioner sich nicht zu stark ausbreiten. Bei den Orionern können wir es noch machen. Das hier ist ein kleiner Stachel im Fleisch, aber das werden wir in Zukunft angehen. Wir haben Aufstieg, Staatsminister, regiert Luna. Einigkeit von Jobs erhöht. Influence expanded. Monatliche Stabilität erhöht. Gut, das nehmen wir. Das läuft. Construction complete. Unsere Kolonien sind gegründet. Mineralien von Jobs erhöht. Wir werden aber erstmal mit dem Grenzkrankenhaus und Fusionsreaktor anfangen. Dann werden wir uns hier weiter entscheiden. Dilithium, wie sieht's da aus? Haben wir plus 11 momentan. Da gibt's eine Dilithium-Mine, Fusionsreaktor, Grenzkrankenhaus. Und hydroponische Felder. So, das ist der erste Krieg. Und bisher noch keine Aktion der Orioner. Verschlüsselung und Code knacken, beides plus 2. Oh ja. Weil das war in dem letzten, aus der Zukunft, wo uns da, das NX-Schiff erreicht hatte, wurde uns mitgeteilt, dass wir in der Forschung keine Schnitte gesehen haben gegen die anderen Reiche. Das ändert sich jetzt. Wir können Informationen sammeln. Erstmal bei den Vulkaniern anfangen.
Construction complete. Sehr schön. Interessant, ich nehme die Sozialforschung. Wir werden hier gleich die Forschungsstation bauen. Wir haben ja die zwei Schiffe hier noch im Einsatz. Die werden wir mal weiterschicken ins Epsilon Eridani-System. Wenn ich den Planeten habe, dann habe ich hier eigentlich schon die wichtigsten Ziele erreicht. Unsere Agenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen und ein Dossier mit den gefundenen Informationen an uns geschickt. A logical request. Flottenstärke erbärmlich. Forschung unterlegen. Wirtschaft unterlegen. Enuval Yurdam. Wir werden hier auch unser Spionagenetz mal verwalten. Und auch Informationen sammeln. Construction complete. Aufgrund eines schweren Schreibfehlers sind Teile vom Mars in puncto Infrastrukturwartung und Unterkunftsdienstleistungen zurückgefallen. Die Leute dort leben unter ziemlich desolaten Bedingungen und werden das nicht sehr lange tolerieren. Die Behebung dieses Problems wird einige Zeit und Mühen kosten. Ja, da müssen wir einschreiten. Bringt uns die nächste Stufe. Verteidigung gegen feindliche Spionage-Einsätze erhöht. In benötigte Infiltration für feindliche Einsätze -20%. Oder wir gehen auf Einsatzgeschwindigkeit und Fähigkeitsstufe Einsatz. Wir erhöhen mal die Fähigkeiten. Construction complete. Sehr schön. Auch hier ist die Konstruktion abgeschlossen. Hier ist nicht viel zu mängeln, zu holen. Wieso sehe ich die Welt nicht mehr? Wenn hier auch mal Cassiopeia verbessern. Sieht's hier aus? Ein Befehl nur noch in Folge. Mission abgeschlossen. Gucken wir uns mal den aktuellen Stand an. Erbärmlich, erbärmlich unterlegen. Also unser Ausbau geht gut voran. Wir werden auf im Sol-System. Wir haben jetzt genug Einigkeit. Noch ein Forschungsschiff bauen. Und auch hier nach Altair will ich vorstoßen. Und nach Obiuchi. Ja, Sternenbasis. Da müsste dann auch noch eine Sternenbasis hin. Ich traue mich halt nicht einfach so in das System vorzustoßen. Technology secured. ...1500 Kampfstärke, komm. Wir stoßen mal rein ins Epsilon-Skulptoris-System. Ingenieurforschung abgeschlossen. Duraniumschmiede. Brauchen wir dringend. Brauchen wir dringend. Wird jetzt erstmal erforscht. Anomaly found. Ist jetzt erstmal nicht wichtig. Jetzt geht's erstmal um die schnelle Ausbreitung. Sehr schön. Gamma Eridiani gehört auch uns. Star System charted. Auch da haben wir das nächste System. Auch hier wieder Sternenbasis bauen. Attacking enemy assets. Und hier beginnt der Angriff gegen das System der Orioner. Nicht jetzt, verdammt nochmal, wir sind im Krieg. Construction complete.
Sehr schön. System eingenommen und der erste Flottenkampf. Mit ihnen den Boden aufgewischt. Jetzt kann die Flotte zur Reparatur zurückkehren. Wir hätten hier sogar noch Raum für mehr Schiffe. Adam Sung der Zweite. Untätiger Anführer. Ach ja, Adam Sung der Zweite. Das passt doch wunderbar. Wir haben gerade ein Forschungsschiff fertiggestellt. Da kann Adam Sung der Zweite sofort das Kommando übernehmen. Und ebenfalls Obiyoshi oder wie auch immer angehen. Hier werden wir Minen bauen. Und wir können die nächsten zwei Kolonien in Auftrag geben. Es wächst, es gedeiht. Es ist ein Fest. Du hast keine Befehle, dann kannst du aber hier eine Bergbaustation bauen. Epsilon Eridiani wird das nächste System sein, was wir uns holen. Die Gardeflotte wird erstmal in Stand gesetzt und erhält nochmal zwei Schiffe der NX-Klasse. Verkaufen mal 3000 Mineralien, verkaufen 3000 Nahrung und kaufen Maximum an Legierungen. Erstkontakt mit der Republik von Axana. Ich komme mit Grüßen von Sekretärin Torba Margon, den unumstrittenen Herrscher von der Republik von Axana. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein, Fremde. So reden wir mit den Feinden der Menschheit. Ja, kleinen Feinden. Interessant, wir nehmen wieder die Sozialforschung. Ja, ausgebildete Offiziere ist wieder voll. Construction complete. So. Wir werden die Flotte verstärken. Wenn die Flotte repariert und verstärkt ist, dann werden wir nochmal einen Angriff wagen auf die Heimatwelt der Orioner. Wie sieht's bei euch aus? Enoval Yordam. Star System charted. Die Zahltechnokratie hat uns heimlich die Treue geschworen. Ich weiß noch nicht mal, wo die sind. Ist aber egal. Weiter in das System. Du bist hier fertig. Bau mir dort eine Sternbasis. Wir werden die zwei Schiffe der NX-Klasse weiter mit vorschicken. Du hast aktuell keine Befehle. Die schicken wir schon mal hoch, dass du mit den zwei Forschungsschiffen zusammen das System sicherst. Aggressive Expansion. Was
ausgebildete Offiziere passt. Forschungsschiffe sind auch gleich auf dem Weg. Construction complete. Tantalus, das wäre natürlich noch viel interessanter. Wir gucken mal, wie sieht's hier aus. Hier ist nicht viel. Sobald sie hier fertig sind. Construction complete. Geht's ins Tantalus-System. Wir haben die Orioner schon auf 70%. Ein harter Schlag und wir haben sie. Wir werden die NX-Klasse bevorzugen. Ich will die Flotte auf vollen Stand haben, bevor ich so einen einsetze. Der sieht cool aus, der Planet. Construction complete. Bisschen gelblich, aber auch cool. So, auch hier haben wir eine eine Sternbasis gebaut. Jetzt gibt es Bergbaustationen und den Beobachtungsposten. Also der Krieg war halt nötig, allein um unsere aggressive Ausdehnung in Richtung Oriona voranzutreiben. Und wenn ihr hier fertig seid, macht ihr euch gleich weiter ins Altair-System. Your people have no experience in interstellar affair. Auch hier werden wir mal ein Spionagenetz aufbauen. Children of Wanleys getroffen. Wir haben auf Miri im Budget-System die Gegenwart einer fremden Zivilisation entdeckt. Sie scheinen sich im frühen Raumfahrtzeitalter zu befinden. Wie man an den vielen primitiven Satelliten sehen kann, die ihre Heimatwelt umkreisen. Ihre Nationalstaaten sind auf dem Weg, sich über die globale Regierung zu verbinden. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass sie zum ersten Mal ihre Welt verlassen und sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen. Wir sollten den Bau eines Beobachtungsposten über ihre Welt in Betracht ziehen, um sie eingehender zu studieren. Da bin ich doch schon, glaube ich, dran, ne? Technology secured. Ach nee, das ist hier oben. Hier unten baue ich ja den Beobachtungsposten. Guck mal, Uraniumplatten. Beunruhigend, wir haben... eine andere Zivilisation entdeckt. Skandal. Sozialforschung abgeschlossen. Ressort. Ich brauche Erholung für meine Menschen. Mars ist voll ausgebaut. 4 Arbeitslose. Ach guck mal, Sirius Secundus. Keine Arbeitslosen. Und viel offen. Wir fangen an, Grenzkrankenhaus. Fusionsreaktor. Legierungsschmiede. Alpha Centauri, einen Arbeitslosen, da können wir schon mal ein bisschen nachsteuern. Industriezentrum, ich würde auch hier nochmal eine Legierungsschmiede bauen. Und 2 Industriedistrikte, einen Stadtdistrikt. Chronische Felder brauche ich erstmal nicht. Biolabor werden wir dort mal errichten. Sirius Prime, 3 Arbeitslose, einen offenen Bauposten würde ich mir nochmal offen halten. Erde ist halt ein Problem. 18 Arbeitslose. 18 offene Posten noch. Council Agenda available. So, hier geht's voran. Das System haben wir bald gesichert. Balthasar Edison kommandiert Sirius Prime. Hat einen Aufstieg. Oh, hier, Befehlshaber. Oh, das System, wenn wir dann noch Tantalus und vielleicht Capella uns sichern,
dann sind wir hier unten durch den Krieg absolut im grünen Bereich. Stufenaufstieg, Logan Black kommandiert die Columbia. Hier Waffenschaden, Feuerrate, Schiffe. Er wird Admiral. Das Valeo-Beta-System ist echt interessant. Ah, das erste Forschungsschiff ist schon auf dem Weg weiter. Gleich haben wir es voll erkundet. Star System charted. Und hier oben können wir eine Sternbasis bauen. Beta Cassiopeia haben wir auch eine Basis gebaut. Solarmodulnetzwerk, Handelsdepot, Produktionseinrichtung, Einrichtung für Versorgungsschiffe. Interessant, ich nehme jetzt immer die Sozialforschung. Hier unten haben wir auch alles erforscht. Sobald du hier fertig bist, kannst du da runter die Sternbasis bauen. Und ihr seid ja schon auf dem Weg ins Tantalus-System. Die zwei werden nochmal hier bleiben zur Sicherheit. Du hast eine Kampfstärke von 2000 erreicht. Wie sieht's aus mit der NX-Klasse? Ein Schiff noch. Wenn das gebaut ist, können wir die Gardeflotte einsetzen, um das Heimatsystem der Orioner anzugreifen. Council Agenda ready. Agenda ist fertig. So, Wachstumsgeschwindigkeit ist wieder erhöht. Geheimnisse aufdecken. Ah ne, erstmal Erweiterung des Rats. Ich brauche ja Geheimdienst. Valeo Beta wird gesichert. Construction complete. So, 18 Tage noch. Und damit ist die Gardeflotte auf voller Stärke von 2300 und kann das Heimatsystem der Orioner angreifen. Technology secured. Wobei ich hier erst einmal die Schiffe sammeln werde. Die zwei werden erstmal auf neuesten Stand gebracht. Wenn ihr da durch seid, könnt ihr das System weiter erkunden. 81% haben wir die Orioner runter. Was wollte ich da? Wollte ich hin. Disponal. Könnten kapitulieren, ist klar, ne? Enuval, Jordan. So, wir können Sektion 31 verbessern. Maximale Infiltrationsstufe plus 5, Einsatzschwierigkeit minus 2. Ingenieurforschung. Da werden wir Torpedosprengkopfschaden. Ihr macht euch danach gleich ins Capella-System. Und wir haben hier unten das Valeo-Beta-System. Da können wir jetzt schön ein bisschen was abbauen. Ja, man muss halt auch sagen, wir brauchen hier unten langsam auch eine Werft, ne? Da würde ich am liebsten das Tantalus-System nehmen. Weil das wird unser Ausgangspunkt werden für einige Kriege in Zukunft. Hier oben bauen wir erstmal die Forschungsstation und dann die Bergbau. Charles Tucker III. Er wird mich noch stolz machen.
Attacking enemy assets. Wo seid ihr lang geflogen? Sofort zurückziehen. 2200er Kampfstärke. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Ich habe immer hier drinnen gesucht. Das war von dem Winkel her drüber. Und verdeckt hierdurch. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Wir haben da eine starke Station reingebaut. Was? Ansprüche stellen. Ich glaube, wir müssen unsere Flotten da oben sammeln, ne? Wir werden hier ein anderes Vorgehen machen. Wir werden euch in den Nebel schicken und den angreifen lassen. Die Station knacken wir nicht mit der einen Flotte. Da brauche ich die zwei Columbia und die Endeavor. Hier ist noch ein bisschen was für euch zu erkunden. Technology secured. Da geht es voran. Dann kannst du jetzt Bergbaustationen bauen. Das hier müsste schnell gehen mit zwei Forschungsschiffen. Und die Physikforschung ist abgeschlossen. Geothermiekraftwerk. Colonization in progress. So, die nächsten Kolonien werden complete. Gegründet. Und jetzt ich traue mich nicht reinzuschlagen gegen voll ausgebaute Strukturen. Construction complete. So, ihr umfliegt das jetzt und werdet beide im Sol-System Upgrade bekommen. Wir haben bei der Flottenkapazität nicht mehr viel Spielraum. Da müssen wir demnächst nachbessern. So, Eta Cassiopeia Prime wird eine Duraniumschmiede erhalten. Da haben wir eben Mangel. Legierung haben wir schon mehrere im Bau. Hier haben wir nur noch zwei Arbeitslose. Das heißt, wir können erweitern. Wir sind hier auf 100%. Wir haben von allem eigentlich soweit hier genug. Wir könnten natürlich sagen, vor in weiser Voraussicht ein Wohnkomplex. Oder wir bauen auch hier ein Biolabor. Oder ebenfalls eine Duraniumschmiede. Ich würde auch hier erstmal auf eine Duraniumschmiede gehen. Wie gesagt, da haben wir einen starken Mangel. Die Erde haben wir 18 offene Posten. Die anderen Werte sehen gut aus. Verwaltungszentrum haben wir schon. Wir werden mal eine pharmazeutische Fabrik noch auf der Erde bauen. Wir brauchen einen Sieg gegen die Orioner, dann haben wir sie.
Du bist hier fertig, dann kannst du schon mal ins Tantalus System. Ich bin ja überlegen, ob ich denen jeweils ein Begleitschiff zuweise und dann die kombinierte Stärke aus zwei Flotten nehme und Ceti erober. Erkenne ich jetzt die Kampfstärke? Ich weiß, da werden keine Flotten als Verstärkung dazu gelangen. Anomaly found. Ja, wir werden kämpfen. Blablabla. Ich gehe mal auf die Flottenverwaltung. Vessels upgraded. Die Endeavor erhält einen leichten Kreuzer. Die erhalten beide jeweils einen leichten Kreuzer als Verstärkung. Vessels upgraded. Als Begleitschiff. Und dann können wir die kombinierte Stärke aus unseren Flotten einsetzen, um alles zu erobern. Friedensangebot. Epsilon Sculptoris und Ross 614 würden wir erhalten. Stimme ich dazu? Da stimme ich zu! Wir haben unseren ersten Sieg! Und wir haben zwei Systeme dadurch erhalten. Hier, Deuterium. Nochmal Energie und Mineralien. Und mit diesem Sieg, mit diesem grandiosen Sieg, verabschiede ich mich für diese Folge aus der Konföderation der Erde. Und sage... Lebt lang und in Sicherheit. Haut rein.